Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Destiny 2. Der Laruni spielt den Warlock für euch und ich werde das Ganze moderieren. Viel Spaß beim Zuschauen. Die haben Power, die Viecher. Ja. Die haben schon Power, die Viecher. Oh, kommen wir da runter? Ohne zu sterben? Die haben es schon so gemacht, dass man irgendwie da runterkommt, ne? Man muss ja weitergehen. Geht's denn weiter? Ach, da drüben. Ach, da unten geht's weiter. Ah, okay. Boah, es hat auf jeden Fall kein Leben gekostet. Hat gepasst. Wieder so ein Kriechgang, wo man durchkrabbeln muss. Oder? Am Anfang gab es da so einen Gang, wo man durchkrabbeln musste. Kommt wieder so einiges. Geht's denn jetzt lang? Guck mal, das sieht doch cool aus. Schöne Beleuchtung. Sind zwar gleich alle verstrahlt, aber egal. Sieht immer danach aus, als wenn da irgendwie was Verstrahltes da runtergefallen wäre, finde ich. Ja, wo lang? Ne? Darunter? Guck mal. Boah. Ja, was soll ich sagen? Das war jetzt aber gut gezielt. Sehr wenig Munition verbraucht dafür. Ich hätte da wahrscheinlich wieder 5 Magazine für verschossen. Ach was, 5? 10, aber 10 hätte ich dafür verballert. Gleich kommt die Meldung, ist an einem Stromschlag gestorben. Kunst kommt von Können und du kannst. Ja. 26 Tode durch Ersaufen. Weil du versuchst hast, deinen Freischwimmer zu machen. Die hätten ja wenigstens mal so ein kleines gelbes Gummiboot oder so, ne? Mitgeben können. Hätte man so ein bisschen die Insel erforschen können unten. Oh. Es hat funktioniert. Ich weiß nicht, ob du gestorben wärst da unten, aber. Wahrscheinlich, ne? Ja. Oh, jetzt kommen sie alle angeheizt. Ja. Wahrscheinlich. Wir haben den Prozessor, aber die gesamte Schar hat uns jetzt auf dem Radar. Und bis zur Oberfläche ist es weit. Sie werden es nicht daraus schaffen, Commander. Hüter, schaffst du es zum Zentrum der Arkologie? Es sollte uns möglich sein, jemanden zu schicken, der dich abholt. Holiday! Ja. Ah, wie geil.
Yes. Geil Nummer. Diese Straße gehört zur Mitte der Akademie. Einfach durch. Sobald wir dort sind. Schneide mich gerade an und dann fliege ich los. Werd sofort da sein. Schießen geht nicht. Musst du alle über den Haufen fahren. Sir? Flieg schnell. Flieg sicher. Yes, Sir. Oh je. Yeah. Das Auto nimmt mir auch, der Panzer nimmt mir auch ganz gut Schaden, das Auto. Ja, muss doch wohl kaputt zu kriegen sein, die Schüssel hier. Das Ding hat keine Geschütze, ne? Nicht wirklich. Ist einfach nur ein stabiles Fahrzeug, um da irgendwie durchzukommen. Ja, die Frage ist nur, wie lange das aus, wie lange das hält. Ah, da ist die Brücke. Auf der anderen Seite sieht das bestimmt schon wieder etwas transparenter aus, oder? Wir sind ja jetzt gut durchgekommen, also normalerweise. Ja. Gute Arbeit, ihr beide. Dann wollen wir diesen Prozessor mal übernehmen und die Übertragungen entziffern. Da kommt das Schiff. Endlich sieht es wieder gut aus für uns. Nu? Ah, siehst du. So muss das gehen. Warum haben wir das nicht sofort so gemacht? Einfach alle über den Haufen fahren. Auto hat nicht durch die Gänge gepasst, ne? Sieht ja cool aus. Man nennt sie die Allmacht. Das Kronjuwel der Rotlegion und das Lebenswerk ihres Anführers. Dominus Gaul. Gaul hat hunderte von Welten unterworfen. Die, die sich zur Wehr setzten, gibt es nicht mehr. Es ist so, die Allmacht zerstört Sterne. Und somit natürlich auch die Planeten, die dazugehören. Nichts und niemand überlebt Gauls Ehrgeiz. Was er will, ist der Reisende. Und sein Licht. Was die Allmacht angeht, die ist nun auf unsere Sonne gerichtet. Kurz gesagt, Sir, der Krieg ist vorbei. Und wir haben verloren. Da glaube ich noch nicht so ganz dran. Wir errichteten unser Heim unter dem Schutz des Reisenden. Als die Feinde angriffen, bauten wir eine Mauer, die Jahrhunderte stand. Mauern bedeuten nichts mehr. Der Feind nahm uns unsere Heimat und unser Licht. Und jetzt bedrohen sie unsere Existenz. Kümmern wir uns um diese Allmacht. Wann ist die Flotte kampfbereit? Zavala, warte! Wir haben keine Zeit.
Nur ein gemeinsamer Angriff rettet unsere Heimat. Unser Licht, unsere Hoffnung. Das ist unsere Pflicht. Nun, ich brauche meinen Einsatztrupp. Ich brauche Ikora und Kate. Ja, dann mal los. Neue Webmission. Nexus ist lange erforscht da. Was? Unkartierter Eisbrocken in der Ferne des Solarsystems. Eigentlich sollte hier nicht sein. Benutze den Navigator zum Nexus, um zum Nexus zu reisen und Kite 6 zu finden. Okay, dann gucken wir mal. Das Rig, Sternwacht, Ada. Steh nicht einfach nur rum, mach was. Geht nicht. Warum nicht? Ach, er fordert Level 7. Ich glaube, wir sind erst 6, ne? Kann das sein? Also wird wohl noch eine Nebenmission dran glauben müssen. Da unten haben wir irgendwas angebrochenes, oder? Da wird sich dann noch irgendwas finden. Im Trostland. Ich finde, das sieht mal cool aus, wenn das Schiff da so reinfliegt. Was ich finde, was man so ein bisschen hätte noch anders machen können, dass man die Schriften nicht mit wackeln lässt. Weil dann kann man die besser lesen, wenn man in einem Kampf ist. So wackelt ja meistens dann der ganze Bildschirm. Und wenn man dann versucht, die, weiß ich nicht, den Quest-Fortschritt zu lesen oder so, dann funktioniert das nicht so ganz. Aber das sind Details, das sind nicht so wichtig. Ich glaube, mit der die Quest hatte ich schon mal, ne? Irgendwie hatte ich da schon mal mit angefangen oder so. In Ordnung, Devrin. Was gibt es als nächstes? Helft mir, die Botschaft zu verkünden. Wir schicken von der Farm aus ein Signal an alle Leute, die aus der Stadt geflohen sind, um ihnen zu sagen, dass sie hier sicher sind. Und wir müssen dafür sorgen, dass es jeder überall hören kann. Verteile ein paar Signalverstärker. Oh, der ist aber nah. Boah. Alter Schwede. Ui. Ich glaube, wenn der trifft, ist es dunkel, oder? Boah. Ich glaube, da hilft nur noch die dicke Waffe. Aber keine Mumm mehr für, ne? Oh. Meine Fresse. So, was gibt's denn hier Schönes? Wieder einen ETZ. Wunderbar. Danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht es hier weiter mit Destiny 2 und der Story.
Wenn euch das Stream gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut, bye bye.